Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play XCOM UFO Defense in einer weiteren Terrormission, in der jetzt erstmal die Aliens wieder an der Reihe sind. Mal schauen, was die so fabrizieren. Sie erschießen auf jeden Fall Zivilisten, noch mehr Zivilisten. Aber, oh Gott, wie viele Stockwerke hat dieses Haus bitte? Ich mag mehrstöckige Gebäude nicht. Die sind in dem Spiel ein bisschen ungesund. Vor allem, weil sie keine so tollen Aufzüge haben wie die Alien-Basen oder Raumschiffe. Das ist ein dreistöckiges Haus. Ich überprüfe das mal kurz. Eins, zwei, drei. Dreistöckiges Haus. Hoffentlich habe ich da... Nee. Ich habe gerade dieses Haus doch für eine Cyberdisk gehalten. Was ich nicht so toll gefunden hätte. Aber okay. Jetzt erstmal ein bisschen Überblick verschaffen. Ich möchte erstmal, dass Impa hier hingeht und da umguckt. Gut. Dann ist hier tatsächlich doch niemand. Dann bahnt ihr euch euren Weg mal von der untersten Kante der Karte nach oben. Das denke ich mal auch nicht so verkehrt. Ravi, was machst du denn? Du wirst mit einem Schnellschuss diese Wand entfernen und direkt hier aus dem Lager gehen. Und Link wird dir direkt hinterher rennen. Gut. Dann Samus. Gehst auch nochmal ein paar Meter hier rüber und siehst wieder einen Gegner. Autoschuss 18 Zeiteinheiten. Der war fast knapp an Ravi dran. Und jetzt zeigst du diesem Sektoiden wie man schießt. Okay, es hat leider nicht gereicht. Aber es reicht noch für einen zweiten Autoschuss. Das finde ich gut. Der ging leider auch daneben. Sehr gut. Ein weiterer Sektoid weniger. Und währenddessen noch ein bisschen die Sicht erweitert. Das ist auch gut. So, schick. Wobei, ich möchte erstmal mit dem Prinzen weiter agieren. Und du siehst auch einen Gegner. Noch eine Cyberdisk. Autoschuss sind 20 Zeiteinheiten. Dann möchte ich aber trotzdem erstmal, dass du in die Hocke gehst und dann mit einem Autoschuss diese Cyberdisk dem Erdboden gleich machst. Besser gesagt, die Cyberdisk... die Cyberdisk die Umgebung hier dem Erdboden gleich machen lässt, weil wenn du die zerstören solltest, was du leider nicht geschafft hast, dann explodiert die ja wieder. Schick, schick. Okay. Dann darfst du mal hier rüber gehen, in die Richtung gucken und die Cyberdisk aus irgendwelchen Gründen nicht sehen. Wie viel brauchst du denn für einen Autoschuss? 19 Zeiteinheiten, das schaffen wir eh nicht mehr. Dann gehst du mal in die Hocke. Also ich meinte, einen Doppel-Autoschuss schaffst du eh nicht mehr. Aber es reicht auch so. Es reicht auch so, das finde ich gut. Und dann hätten wir hier wieder ein bisschen mehr freie Sicht. Auch sehr schön. Okay, Sheik ist damit fertig. Gordon... Gordon. Oh meine Güte, wie schaut die Stadt denn bitte aus? Aber da kann ich nichts dafür. Wir haben
keine Explosives, also keine explosiven Waffen verwendet. Nur eine Betäubungsgranate und die macht nichts kaputt. Wie viele Stockwerke hat denn dieses Haus? Ah, das ist... Ist das das gleiche? Ja. Das hat auch 3 Stockwerke. Nicht so schön. Nicht so schön. Naja. Okay. Lilith bereitet sich auf jeden Fall schon mal vor, in dieses Haus hineinzugehen. Jen und Zelda dürfen sich um diese Lagerhalle kümmern, in der ein Zivilist ist. Nicht genügend Zeiteinheiten für einen Autoschuss. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer abzuschätzen, wie viele Zeiteinheiten man für einen Autoschuss noch braucht, weil manche halt 19 Zeiteinheiten brauchen und andere schon fast 30. Aber die erfahreneren Soldaten brauchen eh, also verbessern sich ja und brauchen dann auch entsprechend weniger Zeiteinheiten oder können sich schneller bewegen. Das ist eigentlich immer ganz angenehm. So, Alex rückt hier auch nochmal, hängt mal wieder Gordon am Arsch. Das ist auch okay. Und dann wären wir mit den Soldaten tatsächlich schon wieder durch. Außerirdische sind an der Reihe. Und da hinten in diesem Garagenhof oder was das ist, ist auf jeden Fall ein Sektoid. Okay, das heißt, entweder die anderen Aliens, die noch auf der Karte sind, machen entweder gar nichts mehr. Oder es sind nur noch 1 bis 2 vorhanden. Und ich hoffe einfach mal, dass es zweiteres ist. Und die Zivilisten rennen hier ein bisschen panisch im Kreis. Okay. Hier hinten warst du also. Deswegen schnappe ich mir als erstes mal den Prinzen. Du gehst weiter vor und siehst tatsächlich auch schon den nächsten Sektoid. Du brauchst 20 Zeiteinheiten, das heißt, du kannst noch in die Hocke gehen und dann mit einem Autoschuss etwas besser gezielt. Okay, ich habe irgendwas kaputt geschossen. Wahrscheinlich irgendeine Tankstellen-Zapfsäule oder irgendwas in der Art. Okay, den zweiten hättest du dir sogar sparen können, aber dann behalte ich dich einfach mal als Möglichkeit für ein Abwehrfeuer hier. Ja, da könnte man sich in die Statistiken auch nochmal deutlich besser reinlesen und zu sagen, ja, also wenn ich hier nochmal kurz auf Samus gehe, Reaktion, wenn man eine hohe Reaktion hat, dann wird, glaube ich, gegen angerechnet, wann man ein Abwehrfeuer macht, also wann man in einem gegnerischen Zug schießt und sowas, da könnte man sich noch einlesen und das ist halt schon arg komplex von den ganzen Werten, die wir hier haben. Ist auf jeden Fall ganz cool, aber ich möchte mich da jetzt gerade gar nicht so reinfuchsen, weil es funktioniert ja so eigentlich auch ganz gut. Also, wie gesagt, man könnte die Ressourcen deutlich effizienter ausnutzen, aber da lege ich jetzt persönlich gerade nicht so den Riesenwert drauf, solange es funktioniert. Und gut, ich könnte mir dadurch vielleicht halt ein paar Verluste sparen, aber bisher bin ich ja noch nicht wirklich so in die Bredouille gekommen, dass es unspielbar wird. Es kann sein, dass ich mir im Vorfeld jetzt halt schon ein bisschen was verbaut habe, aber dann ist es halt so. Das ist, wie gesagt, ich habe das Spiel persönlich noch nie durchgespielt. Deswegen spiele ich es jetzt einfach so, wie ich es für sinnvoll erachte. Und wie gesagt, ich kenne, so ein bisschen hatte ich mich mal eingelesen, weil es halt einfach nicht einsteigerfreundlich ist, muss man halt auch sagen. Heutzutage, also wenn man kein Handbuch dazu hat, was ja früher gang und gäbe war, dass man zu den Spielen immer noch ein sehr ausführliches Handbuch bekommen hat. Was, wenn man sich heute jetzt halt sagt, okay, ich kaufe mir das über Steam oder sonstiges, dann ist das Handbuch halt maximal in digitaler Form mit dabei. Und sich da dann reinzufuchsen, gerade wenn man jetzt halt hier sagt,
Es wird halt auch nichts beschrieben. Also ich kann mit dem Cursor irgendwo drüber und wir bekommen nicht mal, ein Textfeld, das sagt, das würde jetzt das und das machen, sondern es ist halt einfach, da. Und was man draus macht, das muss man selber sehen. Was halt, wie gesagt, nicht wirklich der Einsteigerfreundlichkeit dient, aber deswegen weiß ich so ein bisschen, was das mit den Werten auf sich hat. Und dadurch, dass ich halt einmal schon ungefähr bis zu diesem. Also, jetzt haben wir ungefähr den Standpunkt erreicht, an dem ich beim meinem letzten Spielen auch war. Und ja, ich schicke jetzt halt hier die Truppen einfach mal ein bisschen nebenbei vor. Ich war ein kleines bisschen weiter noch. Ich glaube, ich hatte noch die Möglichkeit, neue Raumschiffe zu bauen. Und war da, glaube ich, gerade in der Produktion von einem neuen Raumschiff. Und aus irgendeinem Grund habe ich da nicht mehr weitergespielt. Ich weiß nicht mehr genau warum. Vielleicht habe ich irgendein anderes Spiel in der Zeit angefangen. Aber es ist halt jetzt halt auch schon 2 Jahre her. Ja, es ist ziemlich genau 2 Jahre her, dass ich. Dass ich dieses Spiel das letzte Mal wirklich gespielt habe. Jetzt mal seit dem Anfang des Let's Plays. Und ja, in der Zeit erinnert man sich noch an ein paar Sachen, aber halt auch längst nicht mehr an alles, was man herausgefunden hat. Deswegen. Okay, du siehst einen Gegner, einen weiteren Sektoid. Schnellschuss 26 Zeiteinheiten. Du hast noch 27. Kannst du auf den schießen? Ein betäubter Sektoid. Die Abschussrampe gefällt mir gut. Ich hoffe mal, dass die eine längere Zeit lang betäubt sind. Nein, ich will nicht ins Menü. Ich will eigentlich weiter durchwechseln, weil Zelda darf hier auch noch mal. Wir wollen hier ja niemanden übergehen. Und Runde beenden. Versteckte Bewegung. Scheinen noch Außerirdische da zu sein. Aber die scheinen auf der Stelle zu bleiben. Oder kein wirkliches Schussfeld auf Zivilisten oder auf uns selber zu haben. Chen. Okay, hier hinten ist abgesichert. Dann nochmal mit einem Schnellschuss. Den Zaun kaputt machen. Hier ist auch niemand. Dann gehst du nochmal in die Hocke. Okay, Lilith ist jetzt allein hier in dieser Bude, bei der ich den Treppenaufgang noch nicht gefunden habe. Der wird wahrscheinlich hier hinten hinter dieser Tür sein. Ich aktiviere nochmal den Autoschuss. Dann positionierst du dich hier mal strategisch davor, gehst in die Hocke und hoffentlich kannst du schießen, wenn jemand diese Tür öffnet. Der außerirdischer Herkunft ist. Und Chip Chip schicke ich direkt mal hinterher. Ich glaube, das ist vielleicht keine so schlechte Idee mit den Betäubungsgranaten. Apropos Betäubungsgranaten. Ich weiß, dann kannst du nichts mehr machen, aber. Du lädst mal dein Betäubungsgewehr nach, also die kleine Abschussrampe nach. Okay, hier hinten ist nichts. Dann kann ich Zelda eigentlich jetzt halt auch wieder hier rausschicken. Okay, hier hinten ist ein kleiner Ballungsraum. Deswegen werde ich Sheik einfach mal hier rüber schicken. Und du siehst eine weitere Cyberdisk und ja, ich habe vorhin anscheinend wirklich eine Zapfsäule kaputt geschossen. Autoschuss 19. Ja, hoffentlich erledigst keine Visierlinie. Das ist ungünstig. Okay, wie können wir da reagieren? Samus, du tastest dich mal ein wenig nach vorne und wirst hoffentlich nicht von der Cyberdisk erschossen. Getroffen wurdest du auf jeden Fall. Okay, du brauchst definitiv auch medizinische Hilfe und kannst hoffentlich diese Cyberdisk
erledigen. Und währenddessen die wahrscheinlich die komplette Tankstelle in die Luft jagen. Ja. Okay, es war nicht die komplette Tankstelle, aber es war schon einiges. Okay. Prinz. Du rüstest mal die Sunny-Tasche aus. Gehst hier hin, schaust Samus an und Sunny-Tasche verwenden. Heilen. Heilen, heilen. Okay, nicht genügend Zeiteinheiten. Wie geht es dir? Auf jeden Fall, die Beinverletzung haben wir schon mal soweit in den Griff bekommen. Link, hast du auch noch eine Sunny-Tasche? Ja. Das heißt, du gehst auch mal hier hin. Sunny-Tasche benutzen. Einmal Schmerzmittel, einmal Stimulanz. Und Ravi geht hier ein bisschen nach vorne und den kann ich hoffentlich nochmal zum Abwehren verwenden, indem du hier in die Hocke gehst. Sheik macht genau das Gleiche. Alles klar, wenn hier noch jemand sein sollte, können wir auf den reagieren. Das ist gut. Alex. Ich habe keine Lust. Ach, ist das dieses Gebäude hier hinten? Okay. Naja, zwei Leute da hinten sind vielleicht ein bisschen wenig. Das heißt, du machst dich auf jeden Fall auch schon mal auf den Weg, um generell hier hinten in das Gebäude reingehen zu können. Genauso wie Link. Achso, nee, Link. Ich habe ja euch habe ich ja alle schon verwendet. Ravi auch. Alice. Ihr seid halt jetzt gut ab vom Schuss. Ja, gut. Dann, wen haben wir noch? Gordon. Ja, du bewegst dich auch mal in Richtung kleines Hochhaus. Ein dreistöckiges Haus ist ja noch nicht wirklich ein Hochhaus. Und Mission geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Bewertung gut. Getötete Außerirdische 11. Tote Außerirdische geborgen 5. Lebende Außerirdische geborgen 1. Der Rest ist bei den Explosionen halt gestorben. Oder wurden zerstört. Außerirdische Artefakte geborgen 20. Von Außerirdischen getötete Zivilisten waren 5. Gerettete Zivilisten waren 10. Also ein Drittel sind gestorben. Das ist ärgerlich. Und Ian ist leider gleich am Anfang schon gestorben. Gut, aber dann hätten wir diese Terrormission auch erfolgreich abgeschlossen und Samus wurde verwundet und sonst schaut es eigentlich gut aus. Also lasse ich erstmal den Sky Ranger zurück in die Basis fliegen. Um zu schauen, was Sache ist. So, Stützpunkte. Soldaten. Ah nee, da muss ich auf Raumschiffe ausrüsten. Sky Ranger. Besatzung. Samus ist verwundet. Okay, das ist bekannt. Soldaten. Samus verwundet. 9 Tage. Das geht ja. Also, ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir direkt in der Mission auch nochmal angefangen haben, rumzuheilen. Und was macht denn unsere Forschung eigentlich? NAV-Computer unbekannt. Okay, da wissen wir noch nicht. Produktion, Energieanzug. Wir können ja auch noch transferieren. Genau, Transfers. Ab nach Volt 13. Und zwar... Plasma, kleiner Abschluss. Persönliche Rüstungen und Energieanzüge.
Transfer. Oh, das geht. Dann bekommen die auch endlich mal anständig Ausrüstung. Und nach dieser doch recht erfolgreichen Terrormission und einem kurzen Überblick über die einzelnen Basen, ja, würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein werdet. Und dann werden wir einfach mal sehen, was da dann Interessantes passiert. Also, ob wir hoffentlich bekommen wir nicht so schnell eine neue Terrormission. Ja, wir werden sehen, was in den nächsten Folgen passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und sag einfach bis dahin und ciao.